So, meine lieben Freunde des gepflegten Radsports, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Lutscher, zu hören auf YouTube und natürlich seit letzter Folge, glaube ich, auch auf Soundcloud. Also nochmal sei es gesagt, wenn ihr zu faul seid, die Folge auf YouTube zu hören oder sie vielleicht nicht auf YouTube hören könnt, ja, auf Soundcloud sind wir jetzt sogar auch offline, wenn ihr Soundcloud Go habt, zu hören. Heute an meiner Seite ist dieses Mal nicht der Ben. Der Ben ist verhindert wegen... Wie nennt man die Krankheit? Kindern. Ja, er hat Kinder, deswegen muss er sich so ein bisschen um Familie kümmern. Aber großartigerweise, und ich möchte betonen, er ist kein Ersatz, denn ich hätte Jens sowieso, ja, zur sechsten Etappe zur heutigen Folge eingeladen. Mein treuer alter Freund und Shakedown-Mitbegründer, das darf man nicht vergessen, Jens, Jensi Mausi, wie geht's dir? Servus, ja, ja, gemischte Gefühle, da kommt viel zusammen. Ja, tatsächlich haben wir auch schon seit langer Zeit nicht mehr telefoniert, geschweige denn, wir haben ja noch nie einen Podcast aufgenommen, muss man dazu sagen. Nein. Genau, um Jens ein bisschen vorzustellen, habe ich eine kleine Matz vorbereitet. habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet. Man muss dazu sagen, also wirklich, die Idee von Shakedown ist mit Jens gemeinsam aufgekommen. Und die alten Shakedown-Fans und Zuschauer unter euch werden sich auch noch an die alten Folgen erinnern. Also Jens hat mich damals zu meinem ersten Ötztaler begleitet und wir haben damals auch die Teamgründung von Katjuscha Alpecin in Alicante damals. In Hamburg hat alles angefangen. Richtig. Stimmt, bei den zwei Classics haben wir 2016 die allererste Shakedown-Folge aufgenommen und so nahm das dann alles seinen Lauf ja, genau, also die älteren Videos, man sieht auch noch unsere Klugscheißerei zum Giro, glaube ich, letztes Jahr haben wir, oder vorletztes Jahr haben wir noch, glaube ich, noch gemacht. Ja, genau. Und ja, Jens, erzähl mal ein bisschen was von dir, mal sagen. Du hast ja auch Bock auf Rennradfahren, ne? Ja, ein bisschen, ne? Ja, wie du schon gesagt hast, damals mit dir angefangen, dann jetzt quasi 2 Jahre Sabbatical, um als quasi der Elten des Shakedowns für eine Folge wieder einsteigen zu dürfen. Ne? Ist großartig. Sehr gut. Die Beine sind also noch frisch. Du wohnst nicht im Osten, ja? Nicht so ganz. Wie der Ben. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke, ne? Ja, tatsächlich, wie du es vielleicht schon mal gehört hast, aus der Nähe von Aachen, zwischen Aachen und Köln, nahe der holländischen Grenze. Ja. Richtig. Ja, ja. Viele Berge. Ne? Richtig. Und wir haben uns in München kennengelernt, weil Jens und ich gemeinsam studiert haben. Sportjournalismus. Wenn man es so nennen kann, ja. Ja, ist richtig. Wenn wir da waren, haben wir das getan, ja. Wenn wir vor Ort waren, waren wir eventuell leicht am Studieren. Ja, manchmal. Ja, wunderbar. Jens, lass uns doch im Endeffekt direkt in die Tour de France einsteigen. Nein. Wir haben die Nein. Ja, ich habe mir ja, ne, also als kleine Vorbereitung hierauf, habe ich mir ja mal so ein paar Kommentare durchgelesen und verstehe mich gerade auch so ein bisschen als die Stimme des Volkes, so, ne, und ich weiß, es wurde schon angesprochen und es wurde auch schon versucht zu verbessern, aber quasi wirklich der Genus des Podcasts, ich werde dich jedes Mal korrigieren, wenn du wieder das Podcast sage. Das ist das Erste, was mich aufgeregt hat und ja, ich werde darauf achten. So, ne? Ich reiß mich zusammen. Außerdem habe ich es nicht verstanden, wieso sich über meinen Ford Fiesta lustig gemacht worden ist. Habe ich das? Allerdings, in der ersten Folge, ne, da hatte ich treu nach Berlin zu den, ja, was sind es? Vattenfall, was war es? Nee, das waren damals schon die, oh Gott. Die Euro als Veloton, genau, ja, das. Das hat er nicht verdient, Event. Der Fiesta. Was habe ich denn über den Fiesta gesagt? Oh, gute Frage. Da war nichts Nettes. Ja, gut. Der Rückspiegel ist halt immer abgefallen. Ne? Das hat mich halt dann doch irgendwann ein bisschen genervt. Ja, Mensch, du,
Du bist, du, im Endeffekt bist du ja, du bist eigentlich noch ein krasserer Tour de France und Profi-Radsport-Fan als ich, denn du hast ja offensichtlich, glaube ich, schon ja, in Zeiten von Jan Ulrich die Tour verfolgt, ne? Kann das sein? Ja, ich habe die glorreichen Team Telekom-Zeiten miterlebt, das ist richtig, ja. Tatsächlich dachte ich nur diese Saison, ich hätte wenig geguckt und ich hätte wenig Ahnung. Dann habe ich euren Podcast gehört und dachte, oh, so schlecht sieht es doch gar nicht aus mit meinem Radsportwissen dieser Saison. Da kann ich noch mithalten. Ja. Ich kann mich übrigens direkt mal im Endeffekt, liebe Zuhörer, entschuldigen. Ich habe vielleicht in den letzten Folgen ein bisschen schlecht über Sagan gesprochen und das grüne Trikot angezweifelt und gesagt, dass der Sagan nicht mehr so wirklich was reißt. Das ging in die Hose. Ja. Also da kommen wir direkt auf die gestrige Etappe, auf die Etappe Nummer 5 zu sprechen. Ja, hat der Kollege einfach mal so easy peasy einen Megasprint aus dem Ärmel geschüttelt. Ne? Vor allem, das war nicht nur so auch zart gewonnen wie auf der ersten Etappe, sondern das Ding, das hat er dominiert. Ne? Hast ihn auch gekitzelt. Ne? Ich weiß. Er hat vermutlich die Lutscher gehört, ja, auf Soundcloud. Und war dann vielleicht so ein bisschen auch getriezt. Ja, und hat sich gedacht, komm, zack, bumm, hier dem Möbus, dem zeige ich mal, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Wie gesagt, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich erst zum Finale eingeschaltet. Weil, fast ja. Flachetappe. Also gut, wir hatten schon ein paar kleinere Berge drin. Noch nichts Wildes. Also, richtig, ja. Richtig, genau. Und ich hab dann noch mitgekriegt, dass er tatsächlich wohl seinen Sprintzug nur bis zur Flamme Rouge hat fahren lassen, ja. Also Bora hat, das fand ich, also habe ich so ein bisschen aus dem Augenwinkel, ich habe es auf der Arbeit gesehen, das Finale, mitbekommen, dass er sich wirklich nur bis zur Flamme Rouge auf die letzten 1000 Meter hat ranfahren lassen und ab der Flamme Rouge wirklich komplett alles alleine gefahren ist. Also sich wirklich ja, nur was auf heißt allein? Ja, ne, naja, klar, das ist Peter Sagan, der braucht keinen eigenen Sprintzug, ist ganz ehrlich. Der hängt sich ans dritte Hinterrad und dann ja. Da wird schon irgendwer den Sprintzug aufziehen. Ja, und du hast es eben gesagt, also das war eine richtig deutliche Nummer. Ja. Umso härter natürlich auch für Michael Matthews, der glaube ich, oh Gott, wie viel ist denn der geworden? Ich weiß es gar nicht. Hat auf jeden Fall natürlich nicht gewonnen. War aber in der Bombenposition und hat halt sein ganzes Team Sunweb wirklich eingespannt und hatte eigentlich auch den besten, zumindest eine optimale Position. Und ich habe dann bei Felix on Tour, ja, auf eurosport.de, habe ich dann, kann ich auch euch auch wärmstens ans Herz legen, habe ich dann gesehen, wie fertig Michael Matthews gewesen ist. Also der hat da fast geheult, ja, in den Interviews danach. Der war total geknickt. Felix hat da wirklich ganz, ganz gut draufgehalten, knallharterweise. Und hat halt wirklich diesen geknickten Michael Matthews, wie er halt minutenlang auf seinem Fahrrad so das Ziel runtergeradelt ist, gefilmt. Was ich aber auch ganz schön fand, Felix hat dann im Nachhinein gesagt, es war eigentlich fast schön zu sehen, wie geknickt dieser Michael Matthews ist, aus dem einfachen Grund, weil er halt einfach die Arbeit der Kollegen wirklich dementsprechend zu wertschätzen weiß. Naja. Als Sprinter bringst du es ja quasi sonst nur ins Ziel und deine Teamkollegen richtig. Machen die Drecksarbeit für dich. Ja. Eben, absolut. Und insofern, ja, meine Güte, und ist ja auch ein sympathisches Kerlchen. Hat wohl auch ordentlich abgenommen, tatsächlich, habe ich gehört. Also der hatte noch irgendwie vor der Tour, hat er Höhentrainingslager gemacht und alles, weil er eigentlich als Helfer für Tom Dumoulin eingeplant war. Ja. Und er soll wohl in wahnsinnig, wahnsinnig guter Form sein. Aber natürlich ist es schade, dass er dann nicht die Chance bekommt, irgendwas zu reißen. Weil ich es nochmal wiederhole, ich wünsche mir einfach mehr Spannung im Kampf ums grüne Trikot, ganz ehrlich mal. ja gut, aber das ist ein Problem, was halt seit Jahren Bestand hat und auch schon, also. Aber woran liegt das? Es muss doch irgendwelche Fahrer geben, die annähernd ähnliche Qualitäten wie Peter Sagan haben. Es kann nicht sein. Das sind dann ja keine reinen Sprinter mehr, ne? Also ich weiß nicht, Greipel, Kittel, die kommen halt über keinen Berg.
Richtig. Und, klar, das Grüne ist ja das Sprinter-Trikot. Und deshalb weiß ich nicht, wieso also, ne, es mehr Sprinter-Typen quasi wie Peter Sagan geben sollte, die dann quasi das grüne Trikot bekommen, sondern andersrum. Männern, keine Ahnung, müsste das eben ja eine eigene Kategorie geben. Sag mal, war das vorletztes Jahr, oder? Nee, wann ist Peter Sagan? Natürlich, 2017 ist doch Peter Sagan disqualifiziert worden, oder? Wann ist er rausgeschmissen worden? Es war 2017, Kurs nach Düsseldorf. Ja. Als er Cavendish in Anführungszeichen fünfte mit den Ellbogen in die Bande. So. Ja. Genau, ja, das kommt schon. Das war verdient. Das war verdient. Naja, gut. Ich bin ja eher so Team Cav. Ne? Immer schon gewesen. Ich glaube, in dem Jahr hat Michael Matthews das grüne Trikot geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das sein? Wenn du das sagst, dann bestimmt. Doch, ich glaube schon. Matthews das am Ende bekommen? Ja, ich glaube nämlich schon. Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall kein reiner Sprinter, ne? Also kein, sag ich mal, keiner, der nur auf Flachetappen überzeugt. Weil Matthews packt ja auch schon mal so einen knackigen Anstieg. Eben, genau. Also deswegen sage ich ja, es kann nicht sein, dass Peter Sagan jedes Jahr auch mit so einem Abstand eindeutig das grüne Trikot halt holt. Also weißt du, weil Matthews kann ein bisschen klettern. Ja, gut, Caleb Ewan. Ja, Dege hat man es ja auch mal zugetraut, ne? Ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, auch wirklich nur aufs Grüne eigentlich gehen wollte. Mhm. Aber ist dann nicht in diese Ausreißergruppen gekommen, ne? Weil Ja. Dege wäre auch noch ein Kandidat. Ich meine, natürlich dieses Jahr ist nicht dabei. Geht lieber wandern. Schade. Da weiß ich nicht. Ich vermisse Dege nicht wirklich bei der Tour. Also. Ui! Ja. Ich meine, hallo, großartig emotionale Etappe letztes Jahr, wo er da in Roubaix gewonnen hat. Ja. Erzähl, warum vermisst du ihn nicht wirklich? Ist schon ein bisschen ein Arschloch. Also, ich weiß nicht, so menschlich finde ich ihn jetzt überhaupt nicht. Entschuldigung. Wow, ne, das war ein Kraftwörter. Wird man, nein, keine Ahnung. Ich finde ihn, weiß ich nicht, ist so ein bisschen, ja, eine Zicke, wenn er nicht gewinnt. Er zeigt aber auch nicht mehr das Potenzial, was ihn früher stark gemacht hat. Also er hat sich so ein bisschen auf Roubaix, aber dann wirklich auch nur auf Roubaix spezialisiert. Und sonst kam da in den letzten Jahren ja überhaupt nichts mehr. In keinem anderen Sprint hat er irgendwie nochmal irgendwas wirklich geholt, so. Deshalb, ich vermisse ihn nicht wirklich. Auch seine Art brauche ich nicht. Ich meine, wie gesagt, Dege war unser zweiter Interviewpartner bei Shakedown. Ja. Und auch mehr widerwillig. Ja, okay, gut. Wir haben ihn vielleicht ein bisschen genötigt. Ja, wir saßen, glaube ich, eine halbe Stunde saßen wir vor seinem Teamboss. Ja. Paul Voss war direkt bereit. Ja. Paul Voss ist ein König, Alter. Paul Voss ist wirklich, wie der sich von uns zwei Affen hat einfach anlabern lassen. Wie gesagt, liebe Zuhörer, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, scrollt einfach mal aus Spaß. Scrollt mal aus Spaß wirklich in der Videoleiste bei Shakedown ganz, ganz runter. Das allererste Video heißt Daumen Damen Degenkolb. Ja, irgendwie sowas. Schaut mal rein. Und das ist der erste Interviewpartner ist Paul Voss. Schöne Zeiten. Schöne Erinnerungen. Ja. Paul Voss würde ich eigentlich auch sehr gerne mal hier ins Podcast einladen. Aber der ist natürlich bei der Konkurrenz mit Das ist der Podcast. Entschuldigung. Eigentlich müsstest du jedes Mal einen trinken, wenn du das tust. Ja, ich trinke ja schon tatsächlich nebenbei, aber kein Tequila oder Alkohol, sondern Vitago trinke ich gerade, weil ich habe heute noch vor, Intervalle zu fahren. Und ich muss auch mal wieder trainieren, Alter. Ich hab seit 3 Wochen jetzt nicht trainiert. Richtig, richtig schwache Leistung einfach nur. Und du hast auf jeden Fall super coole Nachbarn da in München. Also ganz ehrlich. Ja, ich hab's vom wegen
Swift hat mich damals nicht gecatcht. Mein Nachbar ist ausgetickt, weil ich 2 Stunden auf der Rolle saß. Wollte die Bullen ja rufen. Ich habe wirklich coole Nachbarn, muss man wirklich sagen. Also, ja, das sind halt auch nur so junge Leute um mich rum. Und vielleicht ist es auch daran, dass der Wahoo-Kicker auch echt leiser ist als der Tax Bushido, den ich da, glaube ich, gegeben hatte, oder? Was? Nee, Quatsch. Den Tax Bushido habe ich einer Freundin gegeben, das habe ich gerade verwechselt. Ich habe... Ja, vielen also, Dank. Ja, du kannst den Tax Bushido gerne haben, wenn du mal wieder in München vorbeikommst. Kannst du ihn mitnehmen, verspreche ich dir. Der steht hier bei mir rum. Nee, der ist sogar auf dem Speicher. Ich fahre jetzt schon seit 2 Jahren fahre ich schon einen Wahoo-Kicker bin auch eigentlich damit super happy. Würde mich aber mittlerweile sehr über das 2018er Modell freuen, weil das nämlich nochmal viel, viel leiser ist. Das soll wirklich der wahre Traum sein. Also Wahoo, ring me up, please. Ne? So, wir haben uns wieder ein bisschen weg von der Tour de France tragen lassen. Ja. Lass uns doch einfach direkt. Achso, genau. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich fand es großartig, wie. Ich glaube, hat nicht Julian Alaphilippe auch den Sprintzug mit angezogen? Ja, er hat kurz mit reingehalten bis zur Flamme Rouge, ne? Hat er so sich so ein bisschen vorne gezeigt. Ich glaube, man merkt schon, er und ganz Frankreich ist stolz, dass endlich nochmal ein Franzose in Gelb ist. Eben. Ne? Ja. Beziehungsweise auch ein französischer Etappensieger. Haben wir über den Sieg von Viviani gesprochen? Nee, weiß ich gar nicht. Viele Etappe. Ich weiß gerade nicht mal mehr. Nee, Moment. Nee, richtig. Wir haben nach der dritten Folge habt ihr. Ja. Richtig, genau. Vierte Etappe war ja ansonsten auch recht ereignislos. Ja. Die dann Viviani gewonnen hat. Und da hat nämlich Alaphilippe den Zug angezogen. Das kann sein. Ja. Das war wirklich schön zu sehen. Dass das gelbe Trikot einen Sprint anzieht. Habe ich zuletzt 2012 mit Bradley Wiggins auf Champs-Élysées hat er für damals Mark Cavendish angezogen. Das war irgendwie auch charmant. Also, großartige Leistung. Und Ilia Viviani ist gut drauf, ne? Fast, der ist sehr gut drauf. Und ich mag den aber auch echt gerne. Ich mag den wirklich gerne, den Typen. Der ist echt super sympathisch. Und gewinnt nicht zuletzt seit die letzten 2 Jahre und ich tippe auch dieses Jahr drauf, die Cycle Classics. hat die letzten 2 Jahre in Folge die Cycle Classics gewonnen. Ja. Und da habe ich ihn dann auch an beiden Malen interviewt und der ist halt super nett. Der ist halt so super irgendwie bodenständig und so. Der hat einen süßen Hund. Möglich. Da habe ich mich sehr gefreut. Und vor allem habe ich mich sehr gefreut, weil ich auf der vierten Etappe auch wirklich auf Viviani getippt habe als Sieger. Ja, Ben hat auf Sagan gesetzt und ich hatte auf Viviani getippt. Ja, aua. Und tatsächlich, ich lese gerade, 5. Etappe Alaphilippe. Lag ich auch richtig. Zwei richtige Tipps in Folge. Was? Alaphilippe hat doch nicht die 5. Etappe gewonnen. Nee, ach Quatsch, oh Gott. Nee, ach Bullshit, Entschuldigung. Ich hab mich verlesen. Ich hab nämlich auf der 5. Etappe auf Alaphilippe getippt. Und deswegen habe ich mich gerade verlesen. Sorry, liebe Zuhörer, tut mir leid. Es tut mir leid. Du, weißt du, das kommen wir einfach in die 6. Etappe, oder? Die war doch einigermaßen. Die war ganz nett, hä? Sie war jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt nicht das Highlight, oder? Ich habe sie tatsächlich so gut wie fast ganz geguckt. Ja? Ich habe meinen Job auch tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. Heute. Darf ich dich dann was fragen? Ja, bitte. Okay, das jetzt echt, ne? So, Max, was ist deine Lieblingsnuss? Du weißt es nicht, du hast es nicht mitbekommen. Das tut weh. Ich habe die Etappe gesehen, aber ohne Ton. Tja, ja, aber ne, gerade das, also ne, da kannst du auch ARD gucken, aber wir beide wissen, wahre Radsportfans gucken Eurosport und mit Jean-Claude Home of Cycling. Richtig, aber ich habe tatsächlich immer den Bonuskanal ohne Werbung, ohne Kommentar bei mir laufen.
Zumindest auf der Arbeit. Wieso, was traurig. War da mit Nuss? Mit Nuss? Ach, ich weiß gar nicht. Sie hatten so einen Einspieler mit einem Interview und dann ging das wohl noch ein bisschen weiter, haben sie zu spät rausgeschnitten und dann kam noch die Frage von einem Reporter, was ist deine Lieblingsnuss? Und alle drei, also hier Marc Rode, Jean-Claude Leclerc und Carsten Miguez, haben sich fürchterlich darüber kaputt gelacht und die ganze, quasi den Rest des Rennens nur noch so Insider-Witze mit Lieblingsnuss gebracht und dann meinte er auch so, ja, wer jetzt erst einschaltet, der hat halt Pech gehabt, deshalb muss man uns auch schon ab 11 Uhr morgens hören, so die ganze Zeit kommen hier so Insider-Jokes raus und das war herrlich. Oh nein, das hätte ich so gerne gehört. Oh, verdammt. verdammt. Die drei sind Legende. Ja, die sind wirklich super. Ja, absolut, absolut. Ich mag die, ich mag die auch wirklich gerne. Ja, gut, dann lass uns über die sechste Etappe sprechen. Mal sagen. Ja, bitte. Wieder weg vom ganzen Boulevard, über den wir hier sprechen. Ja, weil das ist auch das Schönste. Ja, das stimmt. Ich habe schon von Anfang an geguckt. Ich bin schon eingestiegen da waren noch 160 Kilometer zu fahren. und. Ich fand's ja großartig, dass wir über lange Strecken André Greipel, Nils Polit und Niklas Arndt. Ja, in der war eine geile Ausreißergruppe, oder? Ja. Ja, fand ich mega. Ich meine, generell auch mit Thomas de Gendt und Tim Wellens, ja, den beiden Ausreißerhelden schlechthin. Ich finde Nils Polit überragend, ne? Auch wie er sich immer bei den Frühjahrsklassikern präsentiert. Keiner leidet so geil wie der Typ. Das stimmt. Der ist überragend, der Kerl. Immer mit der Zunge raus, seitlich. Weißt der du? Mund ganz weit offen. Genau, Mund ganz weit offen und die Zunge immer so ganz weit, ich glaube, links. Links rüber. Immer so, er beißt sich links auf die Zunge und das sieht man immer. Ja. Niemand leidet schöner. Ich überlege gerade, wer noch schön leidet. Also Ulle hast es damals ja auch. Okay, das war vor deiner Zeit. Das war vor meiner Zeit. Dem hast es auch brutal angesehen. Armstrong ja nicht, weil mit gewissen Mitteln sieht man auch nicht mehr das Leiden. Da leidet man ja auch nicht mehr. Aber wobei ich schon glaube, dass das Lance Armstrong das alles sehr verdient gewonnen hat. Also das. Oh. Da mache ich jetzt ein kleines Fass auf. Nein. Ich sage jetzt meine Meinung dazu nicht. Das ist viel zu großes Fass. Aber das ist doch eine gute Frage an die Zuhörer und immer noch halbwegs Zuschauer auf YouTube. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer für euch am schönsten gelitten hat oder noch heutzutage noch aktiv fährt und am schönsten leidet im Profi-Pilotor. Oha. Ich wüsste noch einen. Ja, also heute fände ich vor allem am Schluss am Stieg Fabian Aru. Wie der Kerl sich hochgeschlängelt hat. Boah. Das war aber auch ein knackiges Ding, ey. Leck mich auch mal. Ja, der hat immer sehr schön. Und ich würde noch sagen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich nenne ja Thomas Vöckler, aber er heißt wohl Thomas Vöckler. Oh ja, Vöckler, ja. Ne? Eigentlich hat niemand so schön gelitten wie der Kollege. Ja, das konnte er auch sehr gut, ja. Und Jens Vogt tatsächlich. Stimmt, das ist richtig. Ja. Oh, herrlich. Der jetzt ja Kommentator bei NBC ist oder NBC ist. Ja. Finde ich aber auch irgendwie krass, oder? Der ist ja wirklich sehr charmant und er hat ja seine Art. Aber gerade auf Englisch, finde ich, ist der halt so ultradeutsch und also. Ja, aber ich glaube, deshalb wollen sie ihn auch so, oder? Ich glaube auch. Der geht ja auch Lance Armstrong richtig auf den Sack. Ne? Lance Armstrong lässt sich immer richtig krass über Jensi aus. Also richtig heftig. Ich glaube, sympathischer Kerl, dieser Armstrong. auch dazu sage ich nichts. Ansonsten, ich meine, es war auch ein bisschen, ich hatte halt gehofft, dass es mehr Spektakel schon auf den Bergen vorher gibt. Ja. Und nicht erst am allerletzten Anstieg. Ja. Oder speziell auch auf dem letzten Kilometer, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist halt die Tour, da wollte sich noch keiner wirklich zeigen. Ja, war jetzt noch früh, ne? Ja, noch eben. Früh in der Tour. Aber dafür fand ich die letzten 7, 8 Kilometer,
das war einfach Werbung für den Radsport pur. Also dieser Schlussanstieg, ja. Mega. Ja, also auch sehr viel Schotter. Auch mit dem Schotter, ja, ich nenne es Schotter. Nicht Gravel, nicht Gravel. Man muss dazu sagen, Jens ist ein Traditionalist und kein Fan von Anglizismen. Ja. Oh nein. Was hast du da letztens gebracht? Im Podcast? Irgendwas. Das ein mutiger Guess oder so. Ey, boah. Mutiger Guess. Abranden. Muss ich mich zurückhalten, ne? Gut, dass ich hier bin, sage ich mal. Ja, man muss dazu sagen, Jens arbeitet bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja, und ich arbeite im Privatfernsehen. Ja, also das passt schon alles ganz richtig so. Genau, dann Geraint Thomas, mega stark. Ja, ja, hat, ja. Hat direkt mal gezeigt, wer da das Sagen hat, würde ich sagen, oder? Ja, fand ich ganz geil. Also Alaphilippe, ne, da dachtest du jetzt, okay, der zeigt nochmal im gelben Trikot, dass er echt Ambitionen hat, das Ding auch noch weiterzutragen. Und dann, ja, und dann kommt Thomas einfach an und zeigt auch, wer Kapitän im Team Ineos ist, ne? Ja, keine Frage. Und scheint wirklich, also ich meine, wie gesagt, war erst sechste Etappe, ne? Der kann auch noch einbrechen, der Kollege. Ja. Aber zeigt also, dass er vermutlich stärkere Beine als Bernal hat, vielleicht, zumindest in solchen explosiven Anstiegen. Und da gab es ja so einen kleinen Aufreger, dass ich glaube, dass er irgendwie 5 Sekunden nach Bernal auf der gestrigen oder vorgestrigen Etappe ins Ziel gekommen ist. Wo war das denn nochmal? Ich bin schon wieder völlig. Wo war das denn nochmal? Auf jeden Fall ist er irgendwo 5 Sekunden nach Bernal ins Ziel gekommen. Das war. Oh, verdammt, ich erinnere es nicht mehr. Dritte Etappe vielleicht. Was eigentlich kein großer Deal ist, ja. Das ist einfach wahrscheinlich eher durch Zufall gewesen. Also die Gruppe, in der Bernal gewesen ist, ist einfach ins Ziel gekommen und dann gab es vielleicht so eine kleine Lücke, weißt du, zwischen der Gruppe, in der Thomas gewesen ist. Und es war vielleicht einfach nur ein bisschen Pech, aber halt trotzdem von Team Ineos halt dumm gestellt, ja, dass ja, was passieren kann. Wer unter Froome nicht passiert, richtig. Genau, nochmal Frage an dich. Ich habe selbst jetzt nur Ben gefragt. Wie schade findest du die Tatsache, dass Froome nicht dabei ist? Überhaupt nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Wenn Mercedes aus der Formel 1 wäre oder wenn Bayern aus der Bundesliga wäre, ich glaube, so für eine Saison wird das überhaupt keiner vermissen, weil es echt nochmal die anderen näher zusammenbringt. Und ich glaube auch nicht, dass Froome der Unangefochtene oder König wäre. Also, dass er das Ding auch so locker gewonnen hätte, aber doch. Glaubst du nicht, dass er locker gewonnen hätte? Nee, also vielleicht hätte er gewonnen, aber so locker, sage ich mal, wie die letzten Jahre, nee, auf gar keinen Fall. Denke ich nicht. Mhm. Vor allem dafür, ne, klopft auch Geraint Thomas jetzt schon seit 2 Jahren zu heftig an. Das hätte dazu zu Stunk geführt. Nö, ich finde es gar nicht schlecht. Ich meine, er ist ja jetzt so quasi sportlicher Leiter, Sportdirektor, telefoniert immer auch während der Etappe mit dem Team und ach, ist doch. Das so? Mhm. Ah. Ja, krass. Ich habe gestern noch mit dem geredet und dann haben wir so ein bisschen. Ne? du und Froome, ist er einfach Best Buddies. Wir sind so, ja. Ja, beide in Kenia aufgewachsen. Ne? Gleicher Körperbau. Da kennt man sich. Oh, gleiche Frisur. Das stimmt sogar halbwegs, ein bisschen. Es wird immer weniger. Autsch. Ich habe auch Geheimratsecken. Ich überlege mir auch, die Haare ganz kurz zu machen tatsächlich. Ne? Einfach mich dem Schicksal. Ja. Du, ich habe schon an den Seiten, bin ich schon auf 6 mm. Ich überlege wirklich auch oben auf 6 mm zu gehen. Ja, 6-0, da ist... Kein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ja, klar, ja, logisch. Ich finde es wirklich nicht schlimm, dass Froome nicht dabei ist. Also. Ja. Ich fand's ein bisschen schade, aber natürlich klar, ist dadurch die Tour wesentlich offener. Frag mal Nibali, der hätte 2000,
wann war es? Oh ja, 14? Oh ja, 2014. Der hätte niemals, 2014. niemals, wäre der Toursieger, wenn Froome nicht aus, hätte aussteigen müssen. War, ja, das war auch echt, das war wirklich eine enttäuschende Tour. Das war, das boah, war, da sind viele, viele Top-Favoriten ja, früh raus. Ja. Zuerst ist Froome ausgestiegen, ich habe dann Contador total die Daumen gedrückt, dann ist Contador ausgestiegen, und das waren, glaube ich, schon alle Hauptfavoriten. Ich glaube, Richie Porte steigt einfach jedes Jahr aus, irgendwann, weil er stirbt. So. Ja. Von daher, ich glaube, Richie Porte war damals noch bei Team Sky. Was sagst du zu TJ van Garderen heute? War schon krass zu sehen, oder? Ich meine, der kam mit über 7 Minuten Rückstand ins Ziel. Ja. Und der war, vor 2 Jahren war er noch quasi Topfavorit, bis er da völlig entkräftet aufgeben musste. TJ van Garderen war da, wann war der Top-Favorit? Favorit? Vor wann 2 Jahren? Also, nein. Bin ich mir ziemlich sicher, aber hallo. Der hat mal die Dauphiné, glaube ich, oh Gott, das ist wieder so viel, so wieder, also ja, wir schweifen ein bisschen ab. Auch mit Jens, ja, ich glaube, der hat die Dauphiné gewonnen, glaube ich, TJ van Garderen. Und, ja, meine Güte, ist doch irgendwie keine Überraschung, oder? Ich meine, der bleibt das ewige Talent und wird das ist jetzt, glaube ich, gleich keine gewagte These zu sagen, dass der keine Grand Tour mehr gewinnt. Also, nö, jetzt, nö. Also, jetzt nicht mehr. Was mich auch nicht überrascht hat eigentlich, ist die Tatsache, dass einmal zack, hier, der Liebling der Franzosen, Romain Bardet, doch so hinten so rausgefallen ist. Der wirkt echt am schwächsten von allen. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Also ich meine, der gilt ja auch seit Jahren als der Tour de France Sieganwärter aus Frankreich, eigentlich sogar noch über Thibaut Pinot. Ja, weil er stärker in den Bergen ist eigentlich. Richtig. Aber der bringt's nicht. Der bringt's einfach nicht. Also der hat jetzt schon wieder, wie viele Sekunden hat er verloren? Warte, ich kann mal direkt gucken. Ich glaube, der ist noch nicht mal im Ranking. Ja, heute war es auf jeden Fall einiges, ja. Pass auf, warte mal. Pinot hat es ja kurz versucht, ne? Also als Landa da seinen Antritt forciert hat, ist Pinot ja mit einem Helfer hinterher. War ja, ganz geil. Aber, am Ende ist er, glaube ich, sogar noch hinter den anderen Top-Favoriten ins Ziel gekommen. Nee, das tatsächlich nicht. Thibaut Pinot ist nach Geraint Thomas. Ist Fünfter geworden. Ach ja, ja. Ja, eine Sekunde. Zwei Sekunden später. Zwei Sekunden hinter Geraint Thomas. Alain Philippe ist zeitgleich mit Thibaut Pinot reingekommen. Auch starke Leistung. Habe ich auch geliebt, wie er da angetreten hat. Quintana, meine Güte, 5 Sekunden nach Alain Philippe. Sehe ich auch nicht, dass der irgendwie, haben wir auch schon mal gesprochen. Quintana? Niemals, ne. Ja, eben. Nee, eben. Vor allem so schwach wie er im Zeitfahren immer ist. Spätestens dann wird er es immer wieder verlieren. Ja, ja. Dann auf dem 8. Platz Emanuel Buchmann. Buchi. Ja, sag mal was dazu. Ich halte ja viel von dem Kerl. Du bist. Pass auf. Der 8. Platz heute zeigt, dass der vielleicht in der Form seines Lebens ist. Auch der 3. Platz bei der Dauphiné. Ja, keine Frage. Klar, aus deutscher Sicht ist das der Grand Tour-Anwärter überhaupt schlechthin. Ja, keine Frage. Wir haben keinen anderen, der in den Bergen einigermaßen das abrufen kann, was Emanuel Buchmann abrufen kann. Ganz ehrlich, super, super netter Typ auch. Ich habe den ja, wir haben ihn ja damals in Düsseldorf interviewt, ne, für Shakedown. Ja, ja. Wirklich auch ein reiner Netter, wirklich ein guter Mensch. Ja, jetzt kommt, aber, komm. Aber, es tut mir leid, aber ich sehe in dem kein Leader. Ja, auch wenn der nominell als Leader von Bora Hansgrohe, ich meine, klar, ich stecke nicht bei Bora Hansgrohe drin, keine Frage, aber der strahlt für mich, ganz einfach gesagt, das klingt super gemein, aber es tut mir leid, aber wenn man sich nicht halbwegs artikulieren kann, zumindest in der Öffentlichkeit, ja, ich weiß nicht, wie er im Team ist, wie gesagt, kann sein, dass er da ein völlig anderer ist, aber wenn man sich nicht wirklich artikulieren kann, brauchst du das? In meinen Augen schon. Ja, in meinen Augen schon. Ich finde, wenn man gerade eine Tour de France gewinnen will, ja, muss man ein Leader sein, man muss ein echter Kapitän sein, man muss auch in der Lage sein, Politik zu beherrschen. Ganz ehrlich, du musst auch mal Allianzen schließen können im Peloton, du musst eine gewisse Autorität ausstrahlen.
neben den ganzen Fähigkeiten wie Zeitfahren und Kletter, ne, die Rumlarum, musst du einfach ein Typ sein, du musst ein Charakter sein. Ja? Du musst aber eine gewisse Autorität ausstrahlen, um in meinen Augen ein guter Leader und somit ein Anwärter auf das Major zu sein. Oder siehst du es völlig anders? Ja, boah, weiß ich nicht. Also du beschreibst wieder ein bisschen Lance Armstrong, finde ich gerade. Aber ja, ist richtig. Ne, ja, aber so ist es doch. Nee, es haben auch schon Leute die Tour de France gewonnen, die nicht all diese Eigenschaften in sich vereint hatten. Und deshalb, Emanuel Buchmann ist ein brutal starker Klassementfahrer. Und natürlich, er hat aber auch nicht diese Helfer, wie jetzt zum Beispiel Geraint Thomas oder Nairo Quintana. Quintana, ja, klar. Guck dir das Team Movistar an. Das ist brutal, was die in den Bergen helfen können. Richtig, richtig. Über Movistar sprechen wir gleich noch, habe ich mir eben noch Notizen gemacht, wenn wir mit der Etappe 6 fertig sind. Ja, dann will ich nur noch mal betonen, wie krass ich heute auch wieder den Auftritt von Buchmann fand, wirklich. Also auch in Anbetracht dessen, dass so lange kein Deutscher mehr, wirklich. Weil er ist einfach auf diesem Level der Topfahrer, muss man wirklich sagen, finde ich. Der ist mit Quintana, der ist 5 Sekunden hinter Pinot und so ins Ziel gekommen. Richtig, unfassbar schweren Etappe. Und ich glaube, ne, das war ja jetzt eher ein kurzer, heftiger Schlussanstieg. Wenn die großen Berge kommen, Alpe d'Huez etc., da wird er noch mehr seine Stärken ausspielen können. Weil ich glaube, der hat noch nie so wenig gewogen, seitdem er erwachsen ist. Das stimmt. Das stimmt, also keine Frage. Es wird aber nur interessant sein zu sehen, ob der in der dritten Woche auch so performen kann. Ja, ja, also, ja absolut. Ja, Dauphiné geht ja auch nicht so lang. Ja. Ich gucke gerade mal, deshalb was noch so hier mal. So im Gesamt. Ist halt gut, dass es nur ein kurzes Einzelzeitfahren dieses Jahr gibt, ne? Das kommt ganz, ganz vielen Fahrern zugute und ist nicht so geil für Geraint Thomas, muss man sagen. Ne? Also nee. Natürlich, Alter, ich wünsch mir genauso, dass wir in Deutschland mal einen Fahrer haben, der bei der Tour de France aufs Podium fahren kann. Ja, wünsche ich mir auch. So, keine Frage. Aber pass auf, ganz einfach. Stell dir das doch mal vor, das ist eine ganz, ganz gemeine Vorstellung. Emanuel Buchmann gewinnt die Tour de France, ne? So. Steht dann auf dem Podium, auf der Champs-Élysées und muss reden. Ja, und, Alter, das ist Sport, das ist, da kommt es nicht auf diese Qualitäten an. Ich weiß, du siehst lieber einen Entertainer da. Der lieber den Chef der UCI besticht und kontrolliert, damit er das Fahrerfeld kontrollieren kann. Ja. Aber Max, Wind hat sich gedreht. Nein, wie gesagt, ganz kurz noch hier Vogelsang, 2 Sekunden nach Buchmann. Ist er mein Favorit? Also warum ist er mein? Also ich weiß, also weil ich ihn einfach sympathisch finde, fertig aus. Ja klar, weißt du, wie quasi alle Fahrer von Astana sehr sympathisch sind. Ne? das ist halt so dieses Team. Ich mochte auch Andreas Klöden immer, ne? Und dann geht er zu Astana. Ja, der hatte bestimmt nichts zu verbergen. Wow, hey, Alter, nach dieser Podcast-Folge werde ich in meinem Leben nie wieder ein Interview mit irgendeinem Pfarrer kriegen. Das ist ja meine Meinung, das spiegelt ja nicht deine wieder. Ja, mit Klödi habe ich ja auch gesprochen bei der letzten Cy Classics. Da war er als Botschafter für die WM in Innsbruck in Hamburg auf einer Swift-Party. Da habe ich ihn dann interviewt, auch ein sehr netter Kerl und ist immer im Zillertal fährt da immer irgendwie die Höhenstraße hoch und runter und hält wohl, sieht man nicht auf Strava, aber hält wohl einen Rekord aus Ried hoch ins Zillertal zur Platzlalm. Da hört wohl irgendwie der KOM auf,
wurde mir zumindest von der Platzleim gesagt. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber auch ein sympathisches Kerlchen. genau. Dann, ja, Landa zeigt gleich mit Vogelsang reingekommen. Ne? Fand ich ja geil, dass er den Angriff noch lanciert hat und es vor versucht allem hat. Der war stark, ne? Wormbuggy war ja kurz davor rausgegangen. Und da hast du irgendwie schon nach 2 Metern gesehen, okay, der Typ kann eigentlich schon nicht mehr. Wieso versucht er es da noch? Und dann kommt der Landa von hinten angeflogen und zieht einfach mal brutal an ihm vorbei. War schon geil. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, wenn man ehrlich ist, ne? Aber Unterlenker, den Berg im Stehen hochfahren, ich finde, ist einfach nur geil. Pantani-Style, Alter. Pantani-Style, Mann. Hat was. Ich gucke gerade nochmal, ob jemand krass verloren hat. Steven Kreuzweig hat ordentlich Sekunden verloren, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der da irgendwie groß was reißt. Nibali hat auch, ist bei 2,35 nach, der hat 50 Aru, Sekunden. Aru hat was verloren, oder? Ja, aber ich glaube, der geht auch maximal auf Etappensiege da. Fabio Aru ist noch nach Nibali ins Ziel gekommen. Nibali will, glaube ich, auch auf Etappensiege gehen. Patrick Konrad, der zweite Kapitän von Bora, ist auch deutlich nach Buchmann ins Ziel gekommen. Und Romain Bardet halt auch 40 Sekunden. Oh Gott, nee, sogar noch mehr. Der ist bei 2,53 ins Ziel gekommen und hat damit 1 Minute und 9 Sekunden auf Geraint Thomas verloren. Der nun mal ja einfach so der Top-Favorit ist, ne, denke ich mal. Also man sollte sich immer an Geraint Thomas da auch orientieren. Ja, also denke ich, also kommen wir gleich zu, wenn ich ich werde dich auch noch gleich dann natürlich nach deinen 3 Favoriten aufs Podium fragen. Absolut. Valverde, ne, scheint wirklich tatsächlich sich nur in der Helferrolle zu sehen. Man hat ja so ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht doch nochmal versucht, aus Podium zu fahren oder der ganze Sache einen Versuch gibt. Wiegt auch laut Gerüchten 4 Kilo weniger als zu seiner Zeit in Innsbruck. Was natürlich für den Typen, der ist nicht groß, abartig viel ist. Ne? Also wenn man eben 4 Kilo abspacken. Ja. Abspecken. eine kannst du mit dem anderen verbinden. Richtig. Genau, und ja, wie gesagt, TJ van Garderen, darüber müssen wir nicht sprechen, der ist ja hier nach dem Sieger ans Ziel gekommen. Genau. Hast du noch gar nicht erwähnt, wer überhaupt gewonnen hat? War ja. Richtig, der natürlich auch jetzt das gelbe Trikot trägt. Giulio Ciccone, wissen wir ja alle, ne, klar. Der ist, glaube ich, beim Giro ist der auch irgendwie ganz gut gefahren. Und war, Achtung, gefährliches Halbwissen, war, glaube ich, bei einer Etappe. Nee, hat beim Giro nämlich, glaube ich, versucht, oder hat, glaube ich, eine Etappe sogar gewonnen. Hat sich aber mal wahnsinnig über seine Mitfahrer aufgeregt, weil er auch häufig in Ausreißergruppen gefahren ist. Und sie dann irgendwann nicht mehr mitgeholfen hat und er war immer der sich am lautesten beschwert hat, wenn seine Kollegen aus der Gruppe nicht mitführen. Ja. Hat dann aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mal, also zumindest eine Etappe beim Giro gewonnen. Glaube ich zumindest. Achtung, gefährliches Halbwissen. Aber ja, ist doch. Ich hätte Alaphilippe gerne noch ein bisschen länger in Gelb gesehen. Irgendwie. Ja, er sich, glaube ich, auch. Ja. Ich glaube auch, den Angriff, den er nachher noch gestartet hat, der war, ja gut. Ja, eigentlich hätte er da wissen müssen, dass das Gelb schon verloren ist, ne? Weil der Abstand war aber um 6 Sekunden. Nee. Er hat das gelbe Trikot nur um 6 Sekunden verpasst. Hätte er 6 Sekunden mehr rausgeholt. Pass auf, hier Gesamtwertung. Giulio Ciccone, Nummer 1, klar. Und Julian Alaphilippe ist 6 Sekunden hinter dem. Okay. Also das war ein enges Höschen, du. Ja, okay. Siehst du, dann hat er den Angriff nur initiiert, um da noch in Gelb zu bleiben. Ja. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu spät. Übrigens sehe ich hier nirgendwo Zakarin. Tatsächlich. Ja, ganz warte ehrlich, mal. Zakarin, wenn ein Ilno Zakarin selbst
einen Edward Borson-Hagen am Berg ziehen lassen ja. muss, dann sagt das schon einiges aus. Also, Zacharin. Ich glaube, das war gestern. Ich bin bei Platz 70 gerade, habe Zacharin noch nicht gesehen. Aber er ist dabei. Er ist noch dabei tatsächlich, aber auf Platz 89 heute ins Ziel gekommen. Also 18 Minuten nach dem ersten. Ja, das ist halt. 19 nee. Minuten. Heftig. Das ist nichts für Gesamtklassement. Nee, auf gar keinen Fall. Du vielleicht reichst ja wieder zu einem dritten Platz bei der Vuelta, ne? Genau. Lustig fand ich auch, dass das hab ich so auch aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie am Fuße dieses letzten Anstiegs, ja, diesen letzten 1000 Metern, dass da fast jedes Team Betreuer aufgestellt hatte, die dann noch mit anderen Fahrrädern da stehen. Fand ich geil. Überragend, ja. Fand ich irgendwie. Also ich frage mich aber tatsächlich, was für Bikes? Also wer tauscht das Fahrrad dann noch? Ja, das war für den Fall, dass du einen Platten bekommst auf dem Schotter, weil ein Reifenwechsel hätte viel länger gedauert, als wenn die dir einfach direkt ein neues Bike geben. Stimmt, und vielleicht sogar hochlaufen einfach, ne? Weil das sind ja irgendwie 800 Meter gewesen. Die standen, glaube ich, recht am Anfang des Schotters. Und wahrscheinlich durften sie auch gar nicht weiter oben stehen, denke ich mal, mit den Bikes. Ja, das kann schon sein. Naja, aber klar, es war halt wirklich, weil wenn du dann Platten kriegst, vor allem mit den Scheiben, es dauert halt einfach länger. Deshalb direkt neues Bike, zack. Ja, stimmt. Ich hatte zuerst irgendwie gedacht, da sind wohl ein paar Leute auf Aero-Bikes gewesen, aber hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht bei der Etappe, da irgendwie sich auf irgendwelche Aero-Bikes zu setzen. E-Bikes. E-Bikes. Bergtrikot, ne? Ich habe mich ja so ein bisschen, keine Sorge, wir reden nicht über den Fahrer im Bergtrikot, das ist mir zu langweilig. Ja. Ich habe mich jetzt ja schon so ein bisschen über das grüne Trikot ausgelassen. Tim Wellens ist im Bergtrikot, ne? Ja, red weiter. Ich finde, es braucht auch einen Regelwechsel beim Bergtrikot. Gab es erst vor einigen Jahren. Echt? Hau raus. Ja, zumindest also haben die ja wieder es so geregelt, dass auch der stärkste Klassementfahrer oder dass die dicken Berge, vor allem die auch am Schluss am meisten gewertet werden sollen. Und dann gab es ja die letzten paar Jahre dann auch wieder den Fall, dass jetzt Froome immer gelb und auch das gepunktete Trikot gewonnen hat. Ja. Das letzte gepunktete Trikot, Bergfahrertrikot, ging nämlich an Alaphilippe. Mhm. Ja, das hat sich dann wieder geändert. Was meinst du denn? Was soll man ändern? Ja, ganz einfach. Ich finde das Ganze, weil wir wissen alle, dass Tim Wellens nicht der beste Bergfahrer momentan ist. Ja, so. Ist ja logisch. Bei Froome vor 2 Jahren auf jeden Fall, so sehr ich Alaphilippe mag, fast liebe den Typen. Das ist auch kein Bergfahrer in dem Sinne. Der sollte auch nicht das Bergtrikot tragen. Auch erst recht nicht am Ende der Tour. Ja. Ich schlage folgende Regel vor. Ja. Man misst einfach die Zeit von Anstiegbeginn bis Anstiegende. Ja. Nimmt man einfach die Zeit. So. Und der Fahrer, der in der kürzesten Zeit diesen Berg hochgefahren ist, der kriegt die Bergpunkte. Und es ist scheißegal, ob du in der Ausreißergruppe da hochgefahren bist und als Erster über die Kuppe rüberkommst, ja, oder hinten aus dem Gruppetto und versuchst auf die Punkte, weißt du? Ja. So. Und so zählen sich einfach KOM, eine reine KOM-Wertung. Finde ich ganz interessant. Allerdings. Ist so. Allerdings könnte es dann passieren, ne, dass sich gewisse Fahrer zurückfallen lassen, so, ne? Sich so ein bisschen schonen und dann nur auf diesen einen Berg gehen in der Etappe. Und das, ich glaube, das ist auch nicht ganz Sinn und Zweck. Ja, aber dann habe ich vergessen, so sehr schonen können die sich gar nicht wegen Karenzzeit. Die müssen alle irgendwie mitfahren. Ja, ja.
So, es ist schon schwer, die Etappe überhaupt mitzufahren oder fertig zu fahren. Also, und man muss auch sagen, das bringt ja nichts, wenn du dich jetzt auf jeder Etappe schonst und versuchst, das Bergtrikot dann immer zu holen. Weil, ich meine, also ein Gesamtklassementfahrer will ja, muss ja vorne sein und will ja irgendwie, der kann sich ja nicht zurückfallen lassen. Weiß ich nicht. Kommt ja auch auf die Ziele an und auf die Interessen, weil das gepunktete Trikot ist ja auch mit Geld verbunden. Und da muss man ja auch gucken, was den Teams dann wichtiger sein wird. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube nur, dass ein Tim Wellens zum Beispiel keine Chance hätte, also keine Ahnung, oder ein Alain Philippe, ja, wirklich keine Chance auf das Bergtrikot am Ende der Tour hätte, weil im Schnitt, wie gesagt, das ist ja mehr oder weniger auch fast die Aussage des gelben Trikots, die Leute am schnellsten die Berge hochfahren, die auch leicht sind und wirkliche Bergfahrer sind. Deswegen ist es ja auch eigentlich völlig gerechtfertigt, wenn ein Chris Froome wie vor 2 Jahren halt das gepunktete Trikot zack, bumm, direkt gleich mitnimmt. So, weil er theoretisch, ein Chris Froome, wenn er wollte, fährt den Berg jedes Mal schneller hoch als ein Tim Wellens. Ja. Je nach Länge natürlich, klar, aber je länger der Berg ist, desto mehr Punkte gibt es dann natürlich auch, weißt du? Ich finde den Ansatz nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht. Überraschend. Liebe Zuhörer, wir haben euch jetzt schon bestimmt wieder 40 Minuten vernachlässigt. Schreibt es nochmal. Übrigens, ganz kurz, also man darf auch auf Soundcloud kommentieren. Ja, das geht auch. Und so ein bisschen, ich glaube, die Kommentar-Performance war auch ein bisschen weak in der letzten Folge. Also ihr dürft ruhig eure Meinung zum Podcast preisgeben und gerade eure Meinung hier zu meinem Regelvorschlag Bergtrikot mal in die Kommentare reinschreiben. Wir hatten einen Kommentar auf Soundcloud, der gesagt hat, Sagan ist satt. Ja, wurde auch als Besseren belehrt. Wie gesagt, also schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das alles seht. Ich lese ja wirklich, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, ich bekomme jedes Mal eine kleine Notification auf mein Handy, wenn irgendjemand kommentiert. Das sind halt natürlich auch nicht so viele. Und dementsprechend antworte ich halt auch immer dann innerhalb von 2 Minuten. Also, das ist User Service. Das ist auch fein. Absolut. Bei 200 Views und glaube ich 50 Zuhörern auf Soundcloud ist es noch möglich. Ich würde sagen, wir haben noch nah dran. Ich bin auch noch nah dran an der Base. Ach, zum Anfassen. Ja. Absolut. Aber nur für die weiblichen Zuhörer. Ja. Und auch. Oh Gott, es geht schon wieder. Wie lange sind wir schon? Wir sind schon wieder viel zu lang. Ja, also ich weiß auch nicht, wieso du gesagt hast, dass du immer kürzer werden willst. Mein Ziel war 1,5 Stunden mindestens. So. Oh Gott. Ich hoffe, ich würde sagen, wir haben diese. Ja, ich finde es auch großartig. Ich muss auch wirklich sagen, ich möchte dich jetzt häufiger hier dabei haben. Auf jeden Fall. Ich glaube auch mit Ben wäre das eine lustige Kombination zu dritt. Würde, glaube ich, phasenweise ziemlich chaotisch ablaufen. Da würden uns, glaube ich, alle ins Wort fallen. Aber ich hätte Spaß. Also ich gehe auch davon die aus, dass... Die auf Eurosport schaffen das auch. Stimmt, das ist richtig. Aber ich glaube, die sitzen auch nebeneinander, ne? Außer Marc Rode. Ich glaube, Marc Rode sitzt nicht neben denen. Ich meine, du bist auch ein paar Mal noch hier, oder? Also ich meine, wir dürfen dich noch ein paar Mal hier bei den Lutschern begrüßen. Ich würde sogar fast sagen, du bist auch ein Lutscher. Du bist immer schon Lutscher bei Hart gewesen. Grüße, Lutscher. Du, pass auf, lass uns doch kurz über deine Favoriten aufs Podium sprechen. Oha, ja? Jetzt schon. Hast du schon ein bisschen die vielleicht Gedanken gemacht oder so? Wir können es auch noch weiter hinten schieben. Warum? Gut, was soll man da groß sagen? Ich glaube, Top-Favorit ist jetzt keine Überraschung, Geraint Thomas, allein schon wegen des Teams. Da sollte man realistisch bleiben, auch wenn ich mir einen anderen wünschen würde. Doch.
Ich denke schon, dass es Thomas machen wird. Platz 2 finde ich durchaus schwieriger. Aber, boah. Ich finde, okay, so allein an der ersten Woche, Thibaut Pinot hat sich schon ganz gut gezeigt. Ui. Ja, weiß ich nicht. Adam Yates wäre so ein Kandidat. Dan Martin könnte man auch immer mal wieder auf der Rechnung haben. Ich sag einfach Pinot, komm, was soll's. Pinot auf 2. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. So. Ja, jetzt pass auf. einfach nur für den Spaß, sage ich dir. Platz Nummer 3, Rigoberto Urán. Ich liebe diesen Typen. Rigoberto, einfach schon der geilste Vorname überhaupt. Rigoberto Urán. Ich finde, seit ein paar Jahren läuft er so ein bisschen unterm Radar. Ich finde, er hat sich stabilisiert. Der galt ja mal als einer der kommenden Toursieger. Dann ist er völlig, völlig abgesagt. Und weiß ich nicht, so die letzten 1-2 Jahre kam er wieder. Ja, ich meine, zumindest an die Top 10 dran. Richtig, ich will nicht vergessen, der ist 2017 Zweiter geworden. Ja. Ja. Oder Dritter, Zweiter oder Dritter, eins von beidem. Mutige Aussage, ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt Buchmann. Ich dachte, du haust Buchmann raus. Naja, Buchmann, ja, das kommt zu früh. Ich fände es geil, wenn Buchmann, ich sag mal Top 5, wäre überragend für Buchmann. Ne? Ja. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Nein. Schauen wir mal. Worum geht's denn? Kann ich was gewinnen oder muss ich was bezahlen, wenn ich verliere? Dann ändere ich das vielleicht nochmal, aber sonst wünsche ich mir einfach Rigoberto Urán auf Platz 3. Ich sag mal so, wenn es um liebe Zuhörer, nächster Aufruf. Ich versuche hier irgendwie die Kommentare zu mobilisieren. Worum soll es gehen? Worum sollen wir wetten? Was soll der andere machen? Was wenn er verliert, ich meine, ich glaube, wir werden alle drei verlieren irgendwo. Ich glaube, dass du, Jens, du hast dich halt mit Urán jetzt versaut. Muss man sagen. Was? Also, mit Thomas und Pinot, das sind schon heiße Tipps gewesen. Das habe ich schon gedacht, oh, Jens ist auf einem sehr guten Weg und dann haust du dich mit Urán raus. Deswegen ist es fast ein ausgeglichenes Match. Ich glaube, dass ich das Vogelsang gewinnt auf jeden Fall. Diese Aussage wird dir noch sowas von um die Ohren fliegen. liebe Zuhörer, sagt, was den Verlierern um die Ohren fliegen soll am Ende der Tour de France. Ich freue mich auf eure Kommentare, die dann sicherlich zahlreich reinkommen. wunderbar, also dein Podium ist notiert. Wollen wir vielleicht hast du es mitgekriegt über die, ich weiß doch, die ist schon ein bisschen traurig, die Nachricht. Katjuscha, ne, steigt aus. Ich dachte, du kommst wieder mit irgendwas mit Armstrong. Was? Ja, nee, von der Armstrong-Front gibt es momentan nur positive Nachrichten. so komplett? Wie komplett positiv. Nein, Katjuscha steigt komplett aus, oder was? Katjuscha hat, ich weiß nicht, ob sie schon offiziell gemacht haben, aber Katjuscha steigt aus und hat seinen Fahrern letzte Woche gesagt, dass sie sich nach anderen Teams umschauen dürfen. Oha. Ja. Oha. Und was macht Alpecin? So, jetzt geht es nämlich weiter. Also Zakarin so oder so steht in Gesprächen mit CCC. Ja, ich meine, Zakarin ist halt immer noch so der Kapitän bei Katjuscha, warum auch immer. Alpecin möchte halt den Vertrag in dem Sinne nicht verlängern mit dem Team. Ja, also der Vertrag läuft jetzt bald aus und Alpecin möchte nicht verlängern. Canyon übrigens genauso. Canyon und Alpecin sind sowieso, also am Absprung. Und das Team von Mathieu van der Poel, ja, dem Mountainbike Cross Weltmeister, keine Ahnung, auf jeden Fall Amstel Gold Race Gewinner und Übertalent im Radsport, wird ja von Canyon gesponsert. Ja, es ist ja, glaube ich, ein Zweitligateam. Und von dem, was ich gelesen habe, wollen wohl Canyon und Alpecin sich zusammenschließen, um das Team von Mathieu van der Poel zu übernehmen und ein World Tour Team um Mathieu van der Poel aufbauen. Oha. Hat ja. Canyon nicht schon ein eigenes Frauenradsportteam?
Canyon SRAM, glaube ich. Hießen die mal oder heißen die noch? Schöne Trikots. Ja, ne? Ja, von Rafa. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber die hatten auf jeden Fall mal Rafa-Trikots. Was sagen wir dazu? Ich meine, Jens, wir beide haben damals die Geburt von Katjuscha Alpecin miterlebt, damals in Alicante, die Teampräsentation. Und quasi Hebammen waren wir. Wir haben das Team eigentlich mit groß gemacht, auch medial. Ja, ja, absolut. was sagen wir? Oh. Ja, also für mich ist Katjuscha Alpecin halt natürlich schon irgendwie Radsportheimat so gewesen. Ist auf jeden Fall, ne, hatte man auf jeden Fall eine enge Bindung zu, ja. Genau. Das Trikot trage ich heute noch mit Stolz. Großartig. Und 10 Kilo Übergewicht. ich fand diesen Makarov, ne, den haben wir auch damals, weißt du noch, als wir im Hotel saßen und wir saßen beide im Trikot. Gruselig. Kurz vor der Ausfahrt da und der Makarov kam uns entgegen und meinte so, nice Jerseys. Ja, absolut gruselig. Das war echt gruselig. Ich weiß nicht. Also ich hoffe halt, dass das wie gesagt, wir kennen ja auch den Pressesprecher ganz gut von Katjuscha Alpecin. Ich hoffe halt, dass der jetzt auf jeden Fall irgendwie unterkommt. So, und viele andere, die da arbeiten. Ich glaube, um Nils Polit muss man sich absolut keine Sorgen machen. Nee. Aber ist schade auch, ne? Weil es so ein bisschen so das zweite oder dritte deutsche Team war. Ja, hat ja eine Schweizer Lizenz, aber ich glaube. Ja, aber. Wenn sich Canyon und Alpecin zusammenschließen und das Team wirklich vielleicht Canyon Alpecin heißt, auf jeden Fall ein deutsches Team, denke ich mal. Also ich denke mal schon, dass die dann den Hauptsitz nach Deutschland, wahrscheinlich sogar nach Koblenz verlagern zu Canyon. Also keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, das könnte sogar ganz cool aussehen. So schwarze Trikots mit Alpecin-Logo und Canyon so dick. Könnte, glaube ich, geil aussehen. Und ich meine, Mathieu van der Poel ist halt nun mal der Kylian Mbappé des Radsports. zusammen mit Wout van Aert. Ich glaube, da kann auf jeden Fall was Geiles draus entstehen, aber natürlich, klar. Ich weiß noch nicht, was mit einem Rick Zabel passiert. Ne? Ja, ach komm schon. Der wird auf jeden Fall unterkommen. Ja. Ja? Der ist schon ein guter Fahrer. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Übrigens, Rick Zabel, ne? Ja. War auch so eine kleine nette Anekdote wieder von Eurosport. Ich meine, das wäre auf der gestrigen Etappe gewesen. Ricks Freundin, Leo heißt sie. Die Blonde, hatte Geburtstag. Ja. Richtig. Mhm. Und er hatte quasi, ne, er hatte so einen kleinen Zettel, hat er hochgehalten, weiß ich gar nicht mehr, Happy Birthday Leo oder sowas, ne? Mhm. Und dann die drei Kommentatoren von Eurosport gerätselt, wer denn Leo ist, und am Ende sind sie so übereingekommen, das muss der Hund von ihm sein. Ich muss das mit Sound hören, hey, oder Witz. Und dann Jean-Claude sich so ein bisschen aufgeregt, so von wegen, ja, ich kann doch auch nicht alles wissen und jedes Familienmitglied kennen. Nein, wie geil. Ja, die sind, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich habe den Rick damals bei der Teampräsentation. Ich glaube, Instagram haben sie nicht. Tatsächlich, da müsst ihr einmal auf Instagram gehen, dann wissen sie es. Ist ja auch am naheliegendsten, ne? Also da machst du halt Instagram auf und checkst einfach mal. Also hallo. Aber ja, die Freundin habe ich damals auch kurz gesehen bei der Teampräsentation in Koblenz im Dezember. Ah. Und ich glaube, damals war das noch, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, wie gesagt, Boulevard ist ja gar nicht mein Thema, ne? waren sie, glaube ich, halbwegs frisch zusammen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur bestätigen, was dein Co-Moderator hier gesagt hat, dass Marcel Kittel Vater wird. Das ist korrekt. Da ich ja fleißig seiner Freundin folge, die auch eine ganz nette Schwester hat. Aber das nur am Rande. Hast du auch mal erzählt. Richtig. Sie sind beides Volleyballerinnen. Wunderbar. Also ab jetzt auch kein Interview mehr mit Marcel Kittel. Was? Wir haben uns die Schwester. Das stimmt. Wir haben uns in diesem Podcast haben es uns mit auf jeden Warum? Fall mit Degel verscherzt, ja.
Ja, gut. Mit Buchmann? Was? Ich finde den super. Ja, okay, ich habe es mir wahrscheinlich verscherzt. Und noch irgendjemanden? Naja, so Halbkittel. Jetzt weiß er, dass wir bei allen Interviews einfach nur an die. Einfach. Wie nennt man das eigentlich? Wenn man die. Wenn das die Schwester deiner Frau ist, wie nennt man das? Schwagerin? Ja. Richtig? Ah, vielen Dank. Siehst du, der traditionelle Jens weiß das sofort. Schwägerin. Ja, das ist jetzt echt, glaube ich, kein Expertenwissen. Ja, sorry, tut mir leid. Ich kenne halt nur die englischen Ausdrücke dafür. Nein, ja. kenn ich auch nicht. Noch eine kleine Sache zu Movistar. Ja, sehr gerne. Auch interessant abzuwarten, ob Canyon da Sponsor bleibt, wenn die wahrscheinlich ihr eigenes Team starten. So, kann man mal gucken, ob dann Movistar meinst du? Ja, vielleicht, man weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht. Warum? Verdienen die doch auch dran. Ja, es ist auch nur halt das Thema. viel interessanter ist, dass Quintana ja zu Akia Samsig oder sowas wechselt, zum Greipel-Stall. Ah, ja. Ist das so? Also jetzt nicht, auch noch nicht offiziell, aber schon fast in trockenen Tüchern. Und ich glaube, Landa soll auch... Landa geht zu Bahrain Merida. Wohl. Ja. Das Team löst sich auf. Ja, also jetzt zumindest jetzt, ne? Ich meine, weil Werder, ob der noch ein Jahr dran hängt, sehen wir dann, ne? Aber zumindest die drei Top-Fahrer gerade bei der Tour. Ja. Quintana geht, Landa geht und weil Werder hört vielleicht auf. Ja. Deswegen meine Theorie, dass keiner von diesen drei, ich meine, wir drei Lutscher haben keinen Movistar-Fahrer aufs Podium gesetzt. Ich glaube, dass die auch dieses Jahr nicht viel reißen werden im Gesamtklassement, weil sie, glaube ich, kein gutes Team bilden können. Was heißt nicht viel? Also man muss das ja auch immer an den Erwartungen messen und ich glaube schon, dass sie einen Top-5-Fahrer dabei haben werden. Problem natürlich bei Movistar schon immer gewesen ist das Zeitfahren. Es gibt dieses Jahr nicht so ein langes, aber es ist ein Problem. Und sie werden, also für einen Etappensieg sind sie auf jeden Fall zu haben, aber ganz vorne mitmischen im Gesamtklassement, ja, glaube ich auch nicht. Ja, ne. Also ich glaube, es ist auch schwierig. Also wenn da jetzt jeder, ich glaube, dass jeder auf eigene Rechnung fährt. Ich glaube, dass auch die Attacke von Landa hat er auch auf eigene Rechnung gemacht, glaube ich. Würde ich tippen. Oh, ja. Ja, es ist interessant, die Konstellation da im Team, ne? So, weil wirklich weiß man nicht, wer ist Kapitän. Ja. Also, Valverde hat sich ganz klar als Helfer geoutet heute. Ja, das ist absolut richtig, ja. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Teamchefs von Movistar Quintana wirklich den Sieg auch zutrauen. Den Gesamtsieg. Glaube ich nicht. Tut, glaube ich, keiner. Wirklich. Tut, glaube ich, keiner, der sich mit Radsport auskennt. Ja. Also, ja. Uns ist mal außen vor gelassen. Ja, wie findest du hier Wiggins? Wiggins auf dem Motorrad? Habe ich noch nie gesehen. Der war zumindest, also ich hab die letzten zwei Etappen, wie gesagt, nur in diesem werbefreien Feed ohne Kommentatoren gesehen. Also mir wurden auch keine Interviews und sowas eingespielt. Aber Der Reporter oder was? Ich habe Wiggins, der war auf jeden Fall auf den ersten Etappen auf dem Motorrad, immer live zugeschaltet. Ach, krass. Ja, weil heute war Contador. Aber nicht auf dem Motorrad. Doch. Bullshit. Wirklich? Doch, ja. Das ist ja mega geil. Das finde ich ist eine richtig geile Idee von Eurosport. Da diese Experten auf dem. Ich meine, es sah ein bisschen lächerlich aus, Wiggins, mit so einem gequetschten Gesicht, weißt du? Ja, diese, also hier wieder komm ich zurück auf Autorität und Charakter, Wiggins, ne? Wiggins in so einem Helm zu sehen, mit so zerdrücktem Gesicht. Aber Contador, finde ich ja mega geil. Also ich höre es leider zu selten, also ich kriege es zu selten mit, aber ich finde die Idee so. Muss mal weniger arbeiten, Max. Nochmal,
wirklich ganz ja. ehrlich, ne? Ich meine, ich glaube auch, dass ein Wiggo oder ein Contador auf dem Motorrad auch vorne, ne? Eher vorne am Peloton dran ist, gerade bei den langen Anstiegen, tippe ich mal, würde ich tippen. Was hat der Contador so erzählt? War der so mittendrin oder wo war das? Ja, immer, so meistens zwischen Peloton und Ausreißern. Spitz. Immer mal wieder gut. So hin und her, ja. Ja, ganz ehrlich, wir brauchen mehr Bilder aus dem Gruppetto. Wir brauchen überhaupt mal Bilder aus dem Gruppetto, oder? Warum? Also, ich finde, es wird zu wenig das Leiden der Sprinter gezeigt bei solchen Bergetappen. Oder wie ich meine, ganz ehrlich, hast du im letzten Jahr Bilder gesehen, wie ein Marcel Kittel in den Bus einsteigt? Ich nicht. Nein. Das sieht man. Also, das in den Bus einsteigen, ja, sieht man selten. Aber boah, gibt dir das einen Mehrwert? Weiß ich nicht. Aber absolut. Das fände ich eine so unfassbar krasse Bereicherung. Das Problem ist, bei diesen Bergetappen, ja. dann splittet sich das Feld ja oft auch in, weiß ich nicht, 30, 40 Grüppchen. Und dafür für jeden eine Kamera bereitzustellen, das ist ein bisschen unmöglich. Nein, aber es reicht auch ein Kameramotorrad. Einfach ans hinterste Ende des gar nicht mal Pelotons, sondern des gesamten Fahrerfelds zu setzen. Ein einziges Motorrad. Ich glaube, es gibt beim Eurosport Player 6 Kameramotorräder, die man sich angucken kann. Und ich glaube, keins davon ist wirklich im Gruppetto hinten dran. Das würde doch schon reichen, einfach nur hier den Krone wegen im letzten Anstieg zu sehen. Weißt du? Oder also. Ich finde, das ist doch so leicht. Das ist so leicht, das einfach zu machen. Warum willst du andere Menschen leiden sehen, Max? Das ist. Ist so ein Fetisch von mir. Ist so ein Fetisch von mir. Sagt auf jeden Fall viel aus. Nee, also keine Ahnung. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vermisse ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht denken ja andere Leute auch so wie du. Kann man sich auch so äußern. Du, ganz vielleicht. Lass uns, bevor wir das Podcast beenden, den Podcast. Es tut mir leid. Oh, ich müsste jetzt echt... Sollte es. Ja, pass auf, warte mal. Jawohl, du gibst mir jedes Mal 5 Euro, wenn du das falsch sagst. Ja, das finde ich gut. Wir installieren ein Phrasenschwein. jedes Mal 1 Euro, wenn ich der Podcast sage. Wenn du das Podcast sagst. Oh, siehst du, ich bin völlig verwirrt. Ich bin völlig, völlig verwirrt. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, können wir noch mal ganz kurz zwei Kommentare lesen. Ja. Oha. Die tatsächlich auf YouTube unter unsere letzte Folge kommentiert haben. Und zwar hat Marc Weikert einfach mal hier geschrieben, mal ein Tipp von mir, bestes Team Ineos. Gut, schwierig. Dafür kriegst du nicht viel Geld. Hat hier irgendwas über für alle, also mal ein Tipp von mir, bestes Team Ineos für alle, die ab und an auf den Radsport wetten. Ungefähr 5er-Quote. Verstehe nicht ganz, was das bedeutet, denn jetzt kommt, Bernal ist besser als Quintana. Ach, hier zum Wetten drauf, dass man damit Geld verdienen kann. Bernal ist besser als Quintana. Thomas ist gleich gut wie Landa. Wow. Wouter Poels ist besser als Valverde. Ja. Das finde ich allein sprachwissenschaftlich schon sehr interessant. Marc, führ mal bitte aus, sollen wir drauf wetten? Oder erzähl mal, was meinst du damit? Spezi Leiter hat geschrieben, veröffentlicht die Folge doch bitte auch auf Spotify. Ja. Nochmal, Spotify kostet Geld und es tut mir leid. Es klingt wirklich hart, aber mit 200 Aufrufen bei YouTube und mit 50 Zuhörern auf Soundcloud kann ich momentan echt noch kein Geld in die Lutscher stecken. Es tut mir leid, es ist wirklich hart, aber wenn man das hören möchte... Verdient man nicht mit Spotify? Nicht mit den Zahlen, die wir aktuell haben oder die wir jemals erreichen werden. Ja? Also, wow.
Ich weiß. Heute fehlt ein bisschen Optimismus. Also wirklich, auf Soundcloud kann man das Ding wunderbar hören. Und wie gesagt, wenn das Datenvolumen fehlt, dann Soundcloud Go abonnieren. Kostet, glaube ich, einen Fünfer im Monat. Und sorry, auf Spotify würdet ihr auch Datenvolumen rausballern, ne, wenn ihr es nicht runterladet. Deswegen Soundcloud hören oder uns hier bei YouTube treu bleiben. Und dann haben wir tatsächlich einen längeren Kommentar, diesmal zu Sagan gehabt, der auch im Echtzeit einfach richtig war, muss man sagen, von Jojo Rudi. Hat geschrieben, also Sagan holt einfach auf jeder Etappe Punkte, sowohl in den Massensprints als auch in etwas schwierigeren Etappen mit Zielsprint, aber auch in den Fluchtgruppen. Ja, ist richtig. Die Zwischensprints bringen gerade auf den Flachetappen einfach ein bisschen Spannung rein. Dass Sagan nur oder vorrangig durch Zwischensprints das Trikot holt, sehe ich nicht. Ja, ich seit gestern auch nicht. Sagan ist meiner Meinung nach auch genauso fit wie in den letzten Jahren. Jetzt gebe ich dir auch recht, Jojo. Er hat halt auch auf der ersten Etappe alle Sprinter bis auf Tönnissen geschlagen, wobei er wesentlich früher im Wind war und auch auf Etappe 3 und 4 hat er ja gut mit reingehalten. Also ist richtig. Auch er sagt nochmal, es heißt der Podcast, tut mir leid. Amen. Und sein Kampfgewicht ist 70 Kilo auf 1,91. Junge. Ja, da bin ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin jetzt wieder bei 73, 74 und ich sehe mich nicht auf 69 bis zum Ötzi kommen. Nochmal, ich zweifle den Ötzi momentan sowieso generell etwas an. Aber mal gucken, ob ich den dieses Jahr fahre. Sagt er, während er eine Tüte Chips in sich reinfuttert. Das sind Lakritz-Pandas und das weißt du. Gut, ich würde sagen, Jens, ist willst du noch einen Ausblick machen? Stimmt, es tut mir leid, ein Ausblick. Du bist wacher als ich hier, auf jeden Fall. pass auf, machen wir, gar kein Problem. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade nur mal das Profil der siebten Etappe vor mir. Ich sehe schon wieder hier, 230 Kilometer ist natürlich ein Brett. Ja. Ist schon viel. Dann, nach so einer Etappe gestern, dann drosseln die das Tempo so extrem, dann hat die Ausreißergruppe 15 Minuten Vorsprung. Die Karenzzeit wird extrem angepasst, damit sie nicht 50 Fahrer ausschließen müssen. Also sowas zumindest oft in den letzten Jahren, dass sie dann so eine Etappe genutzt haben, um sich komplett zu erholen. Ja, eigentlich natürlich. Ausreißergruppe, sage ich. Oh, das ist mutig. Ich sage Sprintankunft und ich sage. Ach komm, ich schreib's auf. Hier, pass auf. Also, siebte Etappe. Du sagst einfach Ausreißergruppe, dann ist natürlich auch schwer zu sagen, wer das gewinnt. Ich war immer. Okay, dann bist du oben. Du sagst Ausreißer. Und ich sage. Entweder Kronewegen oder Viviani. Ich sag ganz klar Viviani. Ja, Viviani wird auf jeden Fall noch eine Etappe gewinnen. Oder zwei oder drei. Ja. Was finde ich ganz interessant sein könnte, morgen wird wie das gelbe Trikot, also das Team des gelben Trikots agieren wird, weil wirklich Erfahrung mit einem gelben Trikot haben die ja auch nicht. Das ist richtig. Ja, gute Frage. Das wird vielleicht mit der Zielankunft das einzig Spannende sein, während der Etappe, tippe ich mal. Etappe 8, ja, von Mâcon nach Saint-Étienne, heißt es, glaube ich. Moment. Saint-Étienne, ja. Nach Saint-Étienne. Okay. Oh, hügelig. Hügelig. Etappe 8, ich gehe mal ganz kurz hier, wo ist das Profil? Oha, oh, das sieht doch ganz nett aus. Aber, kein Schlussanstieg, oder? Doch, warte Sekunde, kann ich dir direkt sagen, letzter Kilometer, nicht wirklich. Nö, nicht wirklich. Côte de la Croix de Pas. Auch da wieder Ausreißer, oder? Eigentlich. Ja, kann schon sein. Ja.
ansonsten, ja. Also wenn Tim Wellens wirklich dieses Gepunktete noch ein bisschen was behalten will, dann müsste er ja eigentlich da mit in die Ausreißergruppe gehen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil da gibt es schon Punkte fürs Gepunktete. Also. Ich sag auf jeden Fall Ausreißergruppe. Ich mag mich. Ich würde auch zwischen Tim Wellens und Thomas de Gendt tippen, wenn es auf den Sieg gehen müsste. Dann sag ich Jens de Büschere. Fährt er mit? Ja. Ja, allerdings. Aber hallo. Okay, Jens de Büschere, finde ich sympathisch, dass du unserem Kandidat Alpecin-Team einen Sieg gönnst. Ich sage Thomas de Gendt. Fertig aus. Mhm. Fertig aus. Einfach, weil ich auch keinen anderen Fahrer kenne, der häufig in Ausreißergruppen ist. Boah, Nils Sonntag. Pollitt wird es bestimmt nochmal versuchen, oder? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, doch, da glaube ich, er stimmt eigentlich, hast eigentlich absolut recht. Pass auf, aber wir haben Etappe 9 am Sonntag. Ist auch nochmal hügelig. 170 Kilometer. Und. Oh. Ah, nee. Ach, ist eine Abfahrt. Nibali. Aber habe ich gerade auch gedacht, tatsächlich. Ja, aber ist noch zu früh. Ist noch zu früh und der Berg ist viel zu klein. Ja. Dritte Kategorie. Ja, ja. Letzter Kilometer ist auch abfallend. Ach komm. Wollen wir einfach mal auf. Wollen wir es. Okay, weißt du was? Hau deinen Tipp raus. Also Fabio Aru. Okay, wow, damit habe ich jetzt gerechnet. Ich habe gedacht, das machen wir. Wir machen einen schönen deutschen Doppel-Guess. Oh Gott, so schon mal gar nicht. Ich weiß. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel Pollitt gesagt hättest, was auch nicht unmöglich ist, okay, gut. nicht bei okay, was, weißt du was? Ich weiß was, ich sag dir was. Ich sage Maximilian Schachmann. Oha. Schreib auf. Schachmann gewinnt die 9. Etappe. Ich sag Fabio Aru. Ist ein Sonntag, oder? Ist ein Sonntag. Das heißt, danach ist Ruhetag. Ja. Sicher? Nö. Nee. Montag ist kein Ruhetag. Montag ist kein Ruhetag, Dienstag ist Ruhetag. Ah, okay. Ja, ach, egal, komm, trotzdem. Dann nehmen wir nochmal den Montag mit, ganz ehrlich. Okay. Wir haben eigentlich vor, vielleicht am Sonntagabend eine neue Folge zu machen. Oder es würde sich eigentlich eher anbieten am Ruhetag, oder? Also, hättest du Bock, wieder dabei zu sein, vielleicht? Ja, absolut. Geil. Also, wir scheinen hier tatsächlich Jens als Lutscher wirklich fest zu installieren. Ich hoffe, Ben ist einigermaßen cool damit. ich würde sagen, vielleicht melden wir uns vom Ruhetag oder vom Sonntag. Wir quatschen einfach nochmal kurz hier über Montag, für den Fall, dass wir nicht am Sonntag hochladen würden. Ja? Montag ist 217 Kilometer eine Flachetappe. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Hast du schon das Profil vor Augen? Ja. Irgendwie eklig. Halt mehr oder weniger lange Abfahrt, ne? So nach 50 Kilometern. Sieht auch nicht nach, ich weiß nicht, sieht auch eher nach Ausreißer aus. Wobei halt dass die ganze Etappe eher bergab geht. Das heißt, vielleicht ist es schon schwierig für Ausreißer, das zu halten. Immer wieder so gegen. Ich sag Sagan. Der haut hier mutige Sachen raus. okay, ich schreibe es auf. Der 10. Du sagst Sagan. Ich gehe wieder auf Sprints. Ich gehe wieder auf Massensprint und tippe. Tippe auf Kronewegen. Nee, ich mag den Typen nicht. Viviani. Was mit einem Jungen?
Richtig, ja? guter Mann. Ich tippe auf Caleb Ewan. So. Nee, ich mag den Krone wegen irgendwie wirklich nicht. Irgendwie finde ich, sieht der nicht sympathisch aus. Weiß auch nicht. Ich glaube, der hat irgendwie ein bisschen unsympathisch damals auf dem Champs-Élysées gejubelt, als er da. Ich meine, das noch zu erinnern. So. Gut, wir haben unsere Tipps abgegeben, wie gesagt. Wir schauen mal, ob wir am Sonntagabend vielleicht was machen oder am Dienstag vom Ruhetag. Ich würde sagen, Jens, es war großartig mit dir tatsächlich. Es war ein Fest. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind, dass du, alter Shakedown-Mitbegründer, jetzt hier bei uns mit im Podcast bist. Liebe Zuhörer, mit dem Band. Glaube ich, das wird schon halbwegs cool sein, glaube ich. Für ein Cameo reicht's immer. Für ein Cameo reicht's auf jeden Fall immer. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall immer dabei sein darfst, wenn du möchtest. Was dann ab der übernächsten Woche nicht mehr der Fall sein wird, offensichtlich. Aber Es war mir trotzdem ein innerer Reichsparteitag. Oh Gott, das muss ich alles. Oh Gott. Du willst, dass dieser Podcast gesperrt wird, ne? Ich verstehe die Aufregung da bis heute nicht. Oh Gott. Nein, das war überspitzt. Ach komm. Ich weiß. Und ich schneide es auch nicht raus. Ich schneide auch nicht das Kraftwort um Dinge, schneide ich auch nicht raus. Ich habe mir vorgenommen, das Podcast nicht zu schneiden und das wird auch den so durchgezogen. Podcast. Das heißt, Wahnsinn. So, es ist wieder 11 Uhr und wenn wir ehrlich sind, gehe ich heute wieder nicht auf die Rolle. Leute, um 11 Uhr, Alter, um 11 Uhr nochmal auf die Rolle. Oha, ich kriege einen Anruf. Gut. Da kann ich jetzt nicht rangehen. Da kannst du nicht rangehen. Das... Der Podcast läuft hier gerade. Wow. Ja, danke. Sehr gut. Danke. Der Podcast läuft hier gerade so seicht aus. Liebe Zuhörer, wie gesagt, vergesst nicht, wenn ihr Bock habt, unseren Kanal, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, das Glöckchen-Logo neben dem Abonnieren-Button zu drücken, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn ein neuer Podcast hochgeladen wurde. Ganz stark. Und nochmal, es tut mir leid, ich wollte eigentlich schon längst meinen Rennbericht vom Radmarathon Tannheimer Tal hochladen, aber ich muss wirklich sagen, ich habe echt eine echt nervige Arbeitswoche gerade mit sehr viel Schneide-Action schon im Beruf. Da ist es echt nochmal schwierig, abends nach Hause zu kommen und sich nochmal vor den Computer zu setzen und nochmal zu schneiden. Deswegen, ich versuche mich jetzt nochmal dran zu setzen. Oder am Wochenende. Es tut mir so leid. Aber der Rennbericht wird in den nächsten Tagen online gehen. Also deswegen bleibt dran. Gebt auch dem Kanal ein Like. Das hilft uns auch immer ganz massiv. Und schaut mal, ob ihr bei SoundCloud auch abonnieren könnt. Das weiß ich gerade nicht. Das findet ihr schon raus. Jens, mein Lieber. Max. Es war wirklich großartig mit dir. Es war mir, ich werde nicht in die so weite, ins rechte Vokabular greifen. Ich werde sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir haben es wieder eine Minute nach 11. Und bis das ganze Zeug hochgeladen ist, haben wir es locker Tradition wieder. Tradition muss gepflegt sein. Tradition muss gepflegt sein. In diesem Sinne, Jens, ich wünsche dir was und ich auch. Sag mal so, ne? Auf Wiederhören!